Einen wunderschönen Abend zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück in Life is Strange. Wir haben in den letzten zwei Folgen sowohl Informationen über Rachel und Kate gefunden, als auch Nathan Prescott's Zimmer durchwühlt. Like und jetzt sind wir auf dem Weg zu diesem Drogendealer Frank, um Rachel zu finden. I still had a gun. Yes, a chance for gunplay would just about even the odds here. Frank would scare better. He's a pussy. Besides, if I take him out, you can just rewind. Chloe, do not count on my rewind. Seriously. After Kate, I feel like every time I do, it might be the last. There's no way we could have guessed this is what would happen to us when we grew up. I'm looking forward to the day when we can just go on a road trip to Portland. Fuck yeah. You, me, and Rachel. Absolutely. So let's play this cool, okay? Just talk to Frank so we can get that code for the book from him. That's all. Got it. No dicking okay. around. Let's roll. Ich kann mich nicht erinnern, wir haben aus seinem Ding irgendwas geklaut. Aus seinem Van. Aber das ist schon so lange her, dass ich das gespielt habe, dass ich mich einfach nicht mehr erinnern kann. Hm. Ich nehme mal an, er ist tot. Achso, sollen wir auch hingehen? Ich dachte, wir warten einfach. So now we have to see Frank all the way out here. Dann schauen wir mal das Frank Fenster an. Doesn't need tinted windows when they're this dirty. Mhm. Wer will das schon? Hey, was ist das für ein Schild? Ich mag das It Schild blows so. Blows my mind that I was just here with Chloe in an alternate reality. Good thing there are no actual cops around to bust us. Okay. Wir dürfen nicht schwimmen hier. Wahrscheinlich wegen der toten Wale. Can't see inside with this shit blocking the view. Hey, da ist ein Tisch. This is where Frank ponders his existence and gets drunk. Tja. So ist das halt. Ja. Take the trash out sometime, dude. Ich jetzt? Er ist eh nur ein Sack. Oh, Mautzi. Oh, fresh meat. So Pompidou must be okay. Good doggy. Das Versprechen? Oh, look. The Wonder Twins. You should have come alone. She's my partner. Yeah, we're bodyguard. So let's get to business. Where's my fucking money? I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. No. Was? Jesus, okay, okay. But I'm not getting you high. Frank, we're not here to get high. No, you don't look like the type. Not like Chloe here. So what do you hardy boys want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh, well, why didn't you just tell me?
How about I just give you the keys to my RV while I'm at it? Was nehmen wir? Wir sagen einfach, dass wir schon drinnen waren. You already did. Ah, oh, you fucking mental. I lost my keys, but I changed the lock. You better goddamn not be snooping around here. No, no, I'm not. I... Oh, Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect everything for free. You're not getting any handouts from me. I work for a living, you understand? Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you wouldn't have any work at all. Dude, you're a drug dealer. You snobby whores. Don't come into my home and judge me. That's why I go to church. And you want something from me? How about a blade up the ass, huh? Calm down, Frank. Let's just talk. Not ever tell me what to do. Oopsie. Whoa! Get off of me! Motherfucker! Okay, ich glaube, wir müssen zurückspulen. Okay, ach Gott. Das ist so schrecklich. Echt? Vorm Gespräch noch? Ach Gott. Listen, Chloe. I can tell you for a fact that this will not go well. Max, I should have known you would be kind and rewind. So tell me exactly what I need to do here. Auf, was du sagst. Sei vorsichtig. Please watch your mouth. You have no social skills here and you will piss off Frank immediately. You kind of love this, don't you? Fine, I'll try being like you for a change. Or how you used to be. I don't have the money. Yet. Oh, really? Then why did you text me that you did? Because I wanted to tell you in person. Oh, I'm truly touched, Chloe. Now why are you losers really here? We just want to ask you some questions. You have some serious lady balls. Ja, das kennen wir schon. Jesus, okay. Okay. But I'm not getting you high. Tür schließen ist gut. Frank, your dog is kind of scary. Could you please close the RV door? You aim your gun at me, but you're scared of my dog? That figures. Okay, there, you're safe. Now, what do you want? Just the names of some of your clients. Oh, is that all? Oh. You don't get it, man. This is for a good cause. No, man, I do not get it. Especially from a weirdo like you. You know, I hate the way you talk to me like you know more than I do. No, no, I'm not. I... Oh, Christ, I hate you, Blackwell shits. You expect... Okay. Yes, Frank. Without those Blackwell shits as customers, you would... Ja, kennen wir schon. Oh, jetzt ist Just der talk. Not ever tell me what to do. Whoa! Chloe! Get off of me! Motherfucker! Gosh! You actually shot me. I wasn't gonna hurt you. Oh, this fucking hurts! Oh, it hurts! Chloe! You shot him! I know. You're both fucking crazy! What do you want? We just want the code for your account book. Now! You're fine, whatever. Just put the goddamn gun down. You already shot me, alright? Yeah, you are. Now leave me alone, alright? Just get out of my life.
Do you want us to call an ambulance or... No, thanks. You know what? I'll manage somehow without the police. Oh, right. Let's bounce. Das mit der Tür war die beste Idee, weil der Hund raus ist. Shit. This could have gone way worse, but Frank might be more dangerous to Chloe now. Yes, Max. You can change all this if you want. Meinst du? Na, no, ich glaube, das ist ein gutes Ende gewesen. Wir haben das Zeug gekriegt. Hat er seine Waffe noch? Lighthouse. Ja, genau. Was ist das? Auch nichts Interessantes. Na gut. Was hätten wir sonst machen sollen? Es gab keine andere Möglichkeit bei dem Gespräch. Wir hätten nochmal ganz zurückgehen können. Na gut. Egal. Wir haben alle drei Informationen, die wir gesagt haben, dass wir am Anfang brauchen. Sorry, I just keep thinking about shooting Frank in the leg. Please don't. You saved us. Frank is lucky. We have to keep moving forward. Mm-hmm. I better focus on this board and start tying these clues together. Mm-hmm. Muss. Mm-hmm. How? Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Looks like this isn't the right combination. Echt jetzt? Muss ich da herumtun, so lange, bis ich gesamte Auswahl aufheben? Nathans Hinweise, Davids Hinweise und was? Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Was muss ich jetzt machen, bitte? Nein, ach Gott. Warte mal. Koordinaten. Das sind die Koordinaten. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Max Bilder. I must have missed something. Okay, warte, was? Ach, ich im Prinzip, was? Ach. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Ist das ein guter Clue? Können wir jetzt runtergehen zu den netten Sachen? Ah.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Okay. Dieses Papier auf jeden Fall. Dieses Papier und dieses Telefon. Ach so, noch das Viertes dazu. SIM-Karte. Okay, this is just sad, Max. Ist es das? Ah, warte mal, die kann ich mir ja sogar ansehen. Ich bin so dumm. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Mhm. Könnten sie das sein? Was? Oh. Okay. Achso, das Ding kann man gar nicht. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Okay. Couldn't hurt to give this pin code a whack. There has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Ja, aber... deswegen können wir es nicht mehr anschauen, weil wir schon alles angeklickt haben. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Nein. Niemals. Nicht dieser wundervolle junge Mann. There's a lot of numbers in here. Ja. Ah, warte mal. Vielleicht wenn wir das da mit dem dort vergleichen und das was gleich ist. Also wenn wir das hier mit dem hier und dem hier und dem hier zusammentun. Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Okay. Offensichtlich funktioniert das. Hallo? Ah, okay. Let's start hacking. Okay. Ich würde mal sagen, dieses Papier hat nein, dieses Papier und das zweite Papier geben die Zahl, die wir brauchen. Also 0058 3988 bla 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 bla. Vielleicht gibt es die Zahl auf der anderen Seite auch. Sehe ich da jetzt irgendwas, was gleich ist? Eigentlich nicht.
hier irgendwas? Nein, hier ist auch keiner, der mir helfen könnte. Das wäre natürlich schön. Uh, 7063 1010 86 03, gibt es irgendeine Zahl, die gleich ist? Nö, nicht, dass ich das sehen würde jetzt, oder? Nein. Oops, bad code. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, wir haben hier. Es müssen 4 Zahlen sein. Das heißt, 542 ist wohl kaum. Hm. 7063 vielleicht, nein. 1995. 29. August, warte mal. 2908 oder eigentlich 0829 im Amerikanischen. Kann das sein? Ich glaube 0829, haben wir nicht 0829 gehabt? Nö. Oder? Nein. Aber hier haben wir 9535. Irgendwas war mit 1995 auch. Oder? So haben wir eigentlich dieses Ding hier. ...7889-7808... ist die PUC. Ja, was soll mir das helfen? Muss mir das helfen in irgendeiner Weise? Wir könnten natürlich alle Zahlen, die hier stehen, versuchen. Da ist immerhin eine eingekringelte, nämlich 9535. 9535, warte mal. Schauen wir mal. Ob da irgendwas mit 9535 ist. 1995. Hm. Vielleicht ist es 9508 für 1995 August oder so. Also wenn es 9535 ist, dann wäre das einfach. Nein, nicht B. Ach Gott. René, du bist ein Depp. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Nicht? Also 95-35 war es also nicht. Ich habe nicht den blassesten des Schimmers. Hmm.
44, 36. 54, 31. Ich habe nicht den blassesten eines Schimmers, wie ich das lösen soll. Vielleicht machen wir zuerst einmal die anderen. Machen wir mal Franks Hinweise. Okay, wir schauen uns das mal an. So weird how close they were. But Frank couldn't keep Rachel. Or protect her. Meinst du? Vielleicht hat er versucht. There's no doubt she loved him in some way. Mm-hmm. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Und Stella. Na, schau dir was an. Miss Fancy Car. Die haben ja alle Drogen genommen in der Schule. So, what happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, der Frank ist nicht so schlecht. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? Frank's account book. But the client names are encrypted. Ach so, na gut, dann ist ja wohl klar, das wird das da. Und das da zusammentun. Yes, the game is on. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Na dann, tell uns everything. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Okay, also das da ist... Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Two deals with Nathan on the same day? Party supplies, no doubt. Frank sure is keeping his customers satisfied. He could open a store. Hat er wahrscheinlich auch. Da gibt's $3,000 Lohn für Bulldog für Chloe. $3,000 ist ziemlich viel. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Dann die Greyhound. Labrador, Dachshund. Stray Dog. Finde ich lustig.
lustig. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? $500? Puh, diese Leute haben aber viel Geld ausgegeben. Und das nur in ein paar Tagen. Drogengeschäft muss gut sein. Vielleicht sollte ich doch einsteigen. Puppy. Okay, da sind jetzt drei vom Nathan drinnen. Am 7.10. I'm getting a contact high just reading this. Am 5. und 6.10. hat er nichts gekauft. Okay. Gut, nehmen wir einfach die, wo der Nathan drinnen ist. Ah, das kann man nur ansehen. Das war, glaube ich, auch noch eins. Oder? Ja, da war auch drinnen. Nein. Ach. Schauen wir mal, ist er da drinnen? Nö. Ist er da drinnen? Des Dings vom. Da ist er nochmal drinnen, stimmt. Am 30.09. Der hat aber viel Zeit gekauft. Oh, yes! These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Haben wir das? Finde ich gut. Na dann. Max, I know we can snap all these pieces together. Schauen wir uns das noch an. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Okay, was steht da? Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Wahrscheinlich, was weiß ich. Dana W. talking about supplies for Vortex Club Party drugs. Okay. Das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen. In this case that David has good tracking skills. Gut, also das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall da dabei. Vielleicht tatsächlich die Nummerntafeln. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Mhm. Was ist das? You need to get rid of these damn cameras, David. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Surprised I got an unscheduled visit from Rachel Amber. She seemed quite upset and claimed that David Madsen. Achso, okay. Und was ist das? Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Okay, Chitter was picked up at 2:35 p.m. at Blackwell Academy for possession of a controlled substance. This was reported by David Madsen, head of campus officer security.
who witnessed her trying to hide the secret, bla 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 bla. Okay, gut. Gut. Was ist das? Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Vielleicht. Ist halt nur paranoid. David should have done way more than take photos of Kate. Tja. Also die License Plates brauchen wir auf jeden Fall auch. Und wir nehmen die Karte auch noch. Okay, this is just sad, Max. Okay, also offensichtlich nicht. Aber ich würde sagen, die beiden. Was war das nochmal? Nee. Den Police Report nehmen wir auch an. Dann machen wir das so. These clues are not related. Nicht? So. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. Aufheben. This is like goddamn math. I suck. So. And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan in here. Okay. Na schauen. Und was? Okay. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Okay. Maybe I should have let Warren beat Nathan's ass down. Just this once. Nein, ich will das nicht auswählen. Ich will es ansehen. Who does this car belong to? Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Dein Job ist herauszufinden. Ach. Mhm. Wow, Sir. This looks like an expensive machine. Das schaut schon eher nach seinem aus. Interesting. Is this Nathan's car? Weiß ich nicht, Twilight Zone. Darkroom, würde ich hier sagen, oder? Also das wahrscheinlich hier nicht. Was steht da drauf? The Powerful Hulk. That's definitely Chloe's car. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Okay, gut. Wir sehen da hinten das Dings, das Tafel ist hin. Das heißt, das ist wohl sein Auto. Yep.
6 Foot in the air, was auch immer. Ja. Also das ist auf jeden Fall so ein Auto. Was sieht man hier? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Naja, wo sonst? Drinnen? Hm. Who else was David tracking here? Eine gute Frage. Da steht nichts mehr dabei, oder? Ah, warte mal. 7.10., 6.10., 5.10., 4.10., 3.10., 30.09. Das waren die Tage, die wir oben schon gehabt haben. Yep, another car David was tracking. Ah, da oben steht das. Das ist Twin Peaks. Und das ist Tüpft Hulk. Was ist das? Nein, Tüpft Hulk ist das teure Auto. 6 Feet an NDR. Okay, gut, das nehmen wir. Das nehmen wir auch aus. So, was ist das? Why the hell are you following these people? And to where? Twilight Zone. So, was machen wir als letztes? Das da. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye aye, Captain. Here we come, Rachel. Okay. Wir haben offensichtlich irgendwas gefunden. Damit. So, an dieser Stelle, Herrschaften, höre ich auf für heute. Ich habe sowieso keine großartige Lust mehr. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich weit weniger zynisch war. Ich habe niemanden dabei gehabt, also so gesehen, ja, passt schon. So.